Moin moin liebe Freunde der alternativen Klemmbausteine. Ich habe heute wieder ein Set von Megakonstrux für euch. Und zwar handelt es sich, wie unschwer erkennbar ist, um den Tesla Cybertruck. Das ist bei Megakonstrux die Setnummer GWW84 und wir haben hier insgesamt 3283 Teile. Die UVP liegt bei 299 Euro. Das ist heftig. Ich rate auch niemanden, für dieses Set 299 Euro zu bezahlen. Das findet man nämlich immer irgendwo günstiger. Ich habe es jetzt hier vor ungefähr 2 Wochen bei MyToys gekauft für 235 Euro. Das ist auch so der Preis, für den ich das Set oft sehe oder meistens sehe. Jetzt gerade zur Aufnahme des Videos an Weihnachten gibt es das Set auch bei Amazon für 235 Euro. Das günstigste, was ich mal irgendwo gesehen habe, war 219 Euro. Also das ist ein Preis, wo man zuschlagen kann, aber auf keinen Fall 299 Euro. Bei 299 Euro hätten wir dann 100er Teilepreis von 9,11 Euro. Das ist schon ordentlich was. Also ein Teil ungefähr 9 Cent. Wenn wir mit 235 Euro rechnen, ist es schon ein bisschen günstiger. Liegen wir bei ungefähr 7,16 Euro. Dafür, wenn man vielleicht so einen Tesla Cybertruck haben möchte, ist ja auch mal die Frage, ist ja schon was, ne? So ein Cybertruck ist vielleicht nicht für jeden das schönste Fahrzeug. Vielleicht dann eher für die Tesla-Fans was, dann ist es für 235 Euro akzeptabel. Ich schiebe den am besten mal beiseite, weil dann fange ich vielleicht mit der Verpackung an. Die ist ordentlich, die hat eine gewisse Größe. So kommt das Set zu euch und die Verpackung ist schon mal sehr schön, sehr schlicht gehalten in einem schönen Schwarz. Hinten sieht man nochmal den Cybertruck mit seinen tollen Funktionen, die er hier in der Klemmbaustein-Variante liefert. Und das Öffnen und das Innenleben der Verpackung, das ist schon so ein kleines Erlebnis. Das mag ich ja immer, wenn die Verpackungen so ein kleines Erlebnis sind und nicht einfach, ich mache den Karton auf und drinnen sind die Tütchen mit den Klemmbausteinen. Hier hat sich Megakonstrux natürlich wieder ein bisschen was Schönes einfallen lassen. Vielleicht mache ich den einfach mal auf hier und versuche das so ein bisschen zu zeigen. Man kennt es aber auch von anderen Herstellern, dass sich da einige doch mal Mühe geben und dann vielleicht auch doch den einen oder anderen Euro mehr in die Verpackung investieren. Und ja, man dann doch als Kunde so ein bisschen Spaß hat. Also guck mal, wenn man das aufklappt, dann ist hier schon mal ganz schön oben nochmal in groß der Cybertruck abgebildet. Dann ist hier drin das Handbuch und das ist schon mal ein richtiger Klopper. Also das ist ein dickes Buch. Das nehme ich mal beiseite. Da ist nämlich ein Fehler drin aufgefallen. Da können wir gleich nochmal reingucken, wie das so aussieht, falls ihr Megakonstrux noch nicht kennt. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten haben wir hier. Also das ist ordentlich. 307 Seiten, reinster Bauspaß, das ist ordentlich. Ja, dann in der Verpackung hier nochmal ein paar kleinere Verpackungen, hier so ein kleines Ding mit Tesla, da waren primär die ganzen Fensterscheiben drin, plus so eine Farbskala, so ein kleines Zettelchen, in dem darauf hingewiesen wird, dass hier zwei Farben sehr ähnlich aussehen, der Bauanleitung war hier auch noch drin, brauche ich jetzt nicht rausnehmen. Und 3 Kartons, in denen dann die verschiedenen Bauabschnitte drin waren. Hier oben Bauabschnitt 1, 2, 3 und dann die ganzen verschiedenen Tütchen. Ja, also das fand ich schon mal toll. Beim Aufmachen direkt überrascht worden. Klein ist gut. Großer, schöner Karton und schön aufgeräumt innen drin. Und der ist auch super heile bei mir angekommen. Da ist nichts kaputt gegangen. Das freut mich natürlich auch. Was mich auch gefreut hat, waren dann die Tütchen, die innen drin waren. Das sind nämlich keine Plastiktütchen gewesen, wie man es sonst kennt, sondern das waren hier schon Papiertütchen. Und ich denke, das wird uns in Zukunft mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Hersteller des Öfteren begegnen. Macht ja auch Sinn, müssen alle ein bisschen, oder sollten alle ein bisschen auf unsere Umwelt achten und da, wo es möglich ist, ressourcensparend umgehen und eventuell Ressourcen einsetzen, die nicht ganz so umweltschädlich sind. Auch eventuell nachwachsen, so wie hier jetzt Bäume, Papier. Und ja, wie gesagt, hier sind dann diese Tütchen drin. Man sieht es, eine braune Tüte, da ist jetzt Bauschritt 55 drauf. Innen drin sind die nochmal beschichtet. Also man kennt es vielleicht auch bei den ein oder anderen Lego-Set jetzt. Die machen das, glaube ich, auch mit diesen Tütchen. Innen drin nochmal beschichtet. Da weiß ich halt jetzt nicht genau, was es damit auf sich hat. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein McDonald's-Becher, so ein Getränkebecher. Der ist ja von innen auch beschichtet, damit das Wasser nicht direkt oder die Cola nicht direkt durchsifft. So ähnlich ist es hier drin auch. Inwiefern das jetzt ja
Nachhaltig ist, kann ich nicht sagen, da bin ich kein Experte. Der einzige Nachteil aus meiner Sicht, den diese Tüten mitbringen, ist der, dass man halt nicht durchgucken kann, ob sich noch irgendwelche Teile drin befinden. Das hatte ich nämlich das ein oder andere Mal, dass man Tüten auskippt. Meistens war es bei den kleineren Tüten, wo kleine Teile drin sind, dass wenn man dann nochmal reinguckt, sieht, da ist noch ein Teil drin. Also man muss in jede Tüte am Ende nochmal wirklich explizit reingucken, um nicht irgendwie doch ein Teil drin zu vergessen. Aber wenn es nur das ist, dann kann man darüber hinwegsehen. Ich finde diese Papiertüten auf jeden Fall umweltfreundlicher und natürlich auch besser als Plastiktüten. Weil wenn ihr viele Klemmbausteine baut, dann wisst ihr wahrscheinlich auch selbst, wie viel Plastikmüll da bei euch anfällt. Ja, Bauanleitung machen wir gleich. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal das Modell an. Das erste, was ich vielleicht zeigen muss, ist jetzt, ich habe jetzt so ein bisschen über den Tisch gezerrt, weil sobald ich ihn hochhebe, wir haben hier so ein Fahrwerk, was sich variabel einstellen lässt, sobald ich ihn hochhebe, geht das Fahrwerk hoch und bleibt dann auch in dieser Position. Deswegen habe ich ihn jetzt gerade nicht richtig hochgehoben, sondern ein bisschen über den Tisch gezogen, um das jetzt zu zeigen. Das heißt, er wird jetzt so in dieser oberen Position bleiben. Dann kann ich mir auch wenigstens vernünftig präsentieren und zeigen. Wir können das Fahrwerk aber auch gleich wieder in diese niedrigere Position bringen. Maßstab, ungefähr 1 zu 10. Passt nicht hundertprozentig an jeder Stelle, aber es ist so nah an 1 zu 10 dran. Also ich glaube, wir hatten 50 cm Länge knapp. Fahrzeug in Original, 5 Meter irgendwas lang etc. Also da ergibt sich ungefähr 1 zu 10. Detailgetreue haben wir, haben viele sehr, sehr detailgetreue Sachen hier an dem Fahrzeug. Das erste, was vielleicht auffällt, sind die Scheiben an dieser Seite. Ich hoffe, man erkennt das. Ich werde eventuell auch wieder mit Nahaufnahmen hier in dem Video arbeiten. Ja, da sind die beiden zersprungenen Scheiben. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten es wahrscheinlich mitbekommen haben, als das Fahrzeug im Jahr 2019 vorgestellt wurde. Ist auch jetzt schon wieder einiges her, jetzt haben wir 2021, 2019 schon vorgestellt. Da wollte der Franz von Holzhausen ja zeigen, wie stabil diese Scheiben sind. Die sind ja kugelsicher bis zu, keine Ahnung, Kaliber irgendwas, ich weiß es nicht. Also sollten was aushalten. Wir haben eine Karosserie aus Stahl, die auch ordentlich was aushält. Und Tesla wollte halt demonstrieren, wie robust die Scheiben sind. Da der Franz von Holzhausen dann schön so eine Stahlkugel genommen und der Elon meinte, ja, schmeiß mal in die Scheibe, mach mal mit Schmackes. Und er schmeißt in die Scheibe und was passiert mit der ersten Scheibe? Die erste Scheibe springt. Kleiner Gag, zweite Scheibe, ne? Elon sagt, hier, schmeiß wieder rein, der Franz von Holzhausen schmeißt. Und was passiert mit der zweiten Scheibe? Die zweite Scheibe springt auch. Vorher, als sie es getestet haben, auf so einer Demoscheibe, die flach lag und von oben Stahlkugeln drauf fallen lassen haben, hat sie gehalten. Bei der Live-Demonstration am Fahrzeug hat es nicht gehalten. Und jetzt ist die Frage, war das vielleicht gewollt oder war es aus Versehen? Kann man sehen, wie man möchte, ganz ehrlich, Tesla, Elon Musk, die sind nicht dumm, ganz ehrlich, ich würde denen auch zutrauen, dass das Marketing war, dass sie bewusst diese Scheiben kaputt gehen sollen, weil was ist passiert? Am nächsten Tag in allen Medien, überall, Zeitungen, online etc., überall wurde natürlich berichtet, zum einen von dem Cybertruck, der ja eine sehr, sehr merkwürdige Optik hat, aber zum anderen natürlich auch über den Fauxpas, dass die Scheiben kaputt gegangen sind. Und ja, ganz ehrlich, am nächsten Tag kannte jeder das Fahrzeug, jeder kannte den Fauxpas, jeder hat darüber gesprochen und aus meiner Sicht kann das natürlich auch ein ganz guter Marketing-Move gewesen sein. Aber man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Ich fand es klasse, ich fand es lustig und ich finde auch diesen Cybertruck, so hässlich er aussehen mag, ich finde ihn irgendwie geil. Ich muss mich ja outen, ich bin so ein kleiner Tesla-Fanboy, wobei Fanboy ist vielleicht übertrieben, sagen wir Enthusiast. Ich mag Tesla, ich würde auch jedes andere Fahrzeug wieder fahren. Ich bin mit meinem Tesla absolut zufrieden. Ich habe mir aber auch, muss ich auch gestehen, diesen Cybertruck vorbestellt. Ist halt die Frage, wie, wann, ob, wie auch immer dieses Fahrzeug überhaupt jemals in Deutschland kommen wird. Man weiß es nicht. Jetzt zuletzt, vor ein paar Tagen oder Wochen, wurden ja Bilder gezeigt, sind ja Bilder veröffentlicht worden, wo jemand mit der Drohne über dem Tesla-Werk, über der Tesla-Teststrecke in Fremont geflogen ist und dann so eine abgewandelte Variante des Cybertrucks gesehen hat. Weil wenn wir ehrlich sind, so wie er vorgestellt wurde, gibt es natürlich viele, viele Probleme, die die Zulassung angehen würden.
Und jetzt hat man halt Bilder schon von dem Cybertruck gesehen, der zumindest mal einen Scheibenwischer hatte, der eine Frontscheibe hatte, die nicht ganz so plan war wie jetzt hier und in dem Modell, wie es vorgestellt wurde, sondern die ein bisschen mehr gewölbt war. Das Fahrzeug hatte auch Außenspiegel, was natürlich bei dem vorgestellten Fahrzeug auch nicht der Fall war. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Ich bin auch nicht zuversichtlich, dass es Ende 2022 kommt, so wie es jetzt zuletzt nochmal verschoben wurde. Ich glaube, wenn überhaupt eher 23, man weiß es nicht. Ich finde ihn trotzdem klasse und habe ihn mir, ja, muss ich ehrlich sein, auch vorbestellt. Und da vielleicht nochmal eine eigene Sache. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung, wie so fleißig wie ihr im Shop bei mir bestellt. Damit habe ich nie gerechnet. Das freut mich enorm. Auf jeden Fall dafür herzlichen Dank. Und wenn das nämlich so weitergeht, dann muss ich auch sagen, dann brauche ich irgendwann ein größeres Auto. Dann komme ich mit meinem Model S nicht mehr zurecht, weil bei mir hier werden die Pakete nicht abgeholt. Das rechnet sich preislich nicht. Wenn ich die Pakete abholen lasse durch einen Zustelldienst, dann ist es immer noch teurer, als wenn ich die Pakete bei dem Aufkommen, was ich habe, ins Auto lade und zum Paketshop bringe. Und ja, wie gesagt, so fleißig, wie ihr bestellt, da wird es irgendwann schwer, die Pakete bei mir ins Model S zu bekommen mit Kofferraum und Rücksitzbank. Ja, da brauche ich eventuell irgendwann mal so einen Pickup-Truck. Also an dieser Stelle herzlichen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt labere ich viel zu sehr um den heißen Brei rum. Also eigentlich soll es ja um dieses Modell gehen, hier um den Tesla Cybertruck. 3283 Teile, da ist man ein bisschen mit beschäftigt. Was vielleicht auffällt, ist dieses eigenartige Silber, was man ja bei Megakonstrukt sowieso aus den Steinen kennt, dass die alle so ein bisschen marmoriert sind. Hier bei dem Silber fällt es jetzt extrem auf, wenn ihr euch das anschaut. Das ist kein Silber, was sehr, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr gleichmäßig ist, sondern man sieht hier überall so eine Art Schlieren. Ich glaube, das ist technisch bedingt beim Guss dieser Fliesen, dass es anders nicht möglich ist. Ich muss aber ehrlich sagen, das passt hier zu diesem Cybertruck, der ohne jegliche besondere Lackierung daherkommen soll, sondern einfach ein fettes Stahlgerüst ist, passt das ganz gut. Von daher finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass man hier diese Fliesen dafür genutzt hat. Ja, was mich so ein bisschen stört, ist natürlich das, dass sobald man das Fahrzeug hochhebt, das Fahrwerk nach oben fährt und wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie händisch machen müsste. Und ja, man kann es wieder runterfahren, das kann ich auch nochmal zeigen. Man kann den Frunk hier vorne öffnen, wir können auch hier hinten gleich nochmal öffnen. Ich würde am besten mit dem Frunk vorne anfangen. Können wir reingucken, da befindet sich jetzt nicht so viel drin, außer ein kleiner Mechanismus, dass wir hier... Wir müssen das Fahrzeug aber hinstellen, da können wir diesen roten Schalter hier drücken und dann können wir das Fahrwerk wieder nach unten fahren. Zack, seht ihr, jetzt ist er vorne unten, hinten ist er nach oben. Sobald ich den aber hier wieder anhebe, zack, ist das Fahrwerk wieder oben und bleibt dann auch in dieser Position. Das ist ein bisschen blöd, aber auch, ja, das kann man drüber hinwegsehen, aber es ist ein bisschen blöd. Deswegen, ich werde es jetzt zeigen, im Laufe der Vorstellung hier wird das aber immer wieder nach oben fahren. Wird wahrscheinlich auch jetzt schon passieren, wenn ich euch das hier hinten zeige. Vielleicht drehe ich den mal so ein bisschen. Wir haben ja den Pickup hier mit dieser Ablagefläche, die hier überdeckt ist. Man kann das hier schön hochschieben. Zack. Und man kann natürlich dann hier hinten die Klappe öffnen. Auch hier nochmal schön. Also man sieht, wie detailgetreu der nachgemacht ist. Die Ecken mit dem Rücklicht. Vorne auch gleich nochmal das Licht, was ich zeigen kann. Ich finde, das ist ein sehr, sehr detailgetreues Fahrzeug. Ja, hier hinten können wir dann nochmal die Klappe abmachen. Hier kommt bei mir immer dieser eine Haken mit raus. Dieser schwarze Haken hier. Muss ich wieder reinschieben. Da sind nämlich einfach diese Plate Modifieds mit diesem Haken dann dran befestigt und ja, die ziehen das hier. An der einen Seite zieht er den Haken mehr raus, hier bleibt der Haken aber drin, ansonsten alles in Ordnung. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Klappe, die wir öffnen können. Und was wir da drin haben, da haben wir nicht nur den Mechanismus, um das Fahrwerk wieder runterzufahren, da haben wir nämlich auch diese besagte Stahlkugel drin, die ich gerade schon erwähnt habe, mit der Franz von Holzhausen... Nein, jetzt ist sie verloren gegangen, jetzt liegt sie irgendwo auf dem Boden. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Eine kleine Stahlkugel als kleine Anlehnung an den Gag hier mit der Scheibe. Und natürlich auch den Hammer, mit dem der Franz von Holzhausen
auf die Türen gehauen hat. Zuerst auf eine normale Autotür, die sich dann natürlich enorm verbeult hat. Und dann auf die Tür des Cybertrucks, bei der nichts passiert ist. Einfach um die Stabilität zu demonstrieren. Ja, und dann an dieser Anlehnung ist dann auch der Hammer und die Stahlkugel hier hinten im Kofferraum drin. So, neben Hammer und Stahlkugel gibt es auch hier den Mechanismus, um das Fahrwerk wieder runterzufahren. Und zwar haben wir hier so eine rote Zunge, da kann man drauf drücken. Und ja, funktioniert jetzt so. Einmal kurz hochheben und dann wieder runter. Und dann sehen wir, dass auch jetzt hier das Fahrwerk unten ist. Vorne ist es wieder hoch, weil ich ihn da gerade schon hochgehoben habe. Können wir auch wieder runter machen. Zack, die Bohne. Und so gefällt er mir besser. Ja, ist halt schade. Ich hebe ihn hoch, das zeige ich jetzt nochmal. Zack, und das Fahrwerk ist wieder oben. Ja, hätte man vielleicht besser lösen können, aber ich kann nicht meckern, weil ganz ehrlich, ich bin froh, dass Megaconstrux so ein geiles Set rausgebracht hat. Ich würde es nicht besser hinkriegen. Man sieht hier auch, das ist jeweils vorne und hinten nochmal drin. Also das hier war der Hebel, den man drücken muss, um das Fahrwerk runterzulassen. Hier neben ist nochmal so ein rotes Technikteil. Das frage ich mich, warum das überhaupt da drin ist. Das könnte man als Hebel benutzen, um das Fahrwerk hochzuheben. Also ich weiß nicht, man kann es hier hochheben, ein bisschen hochhebeln. Man kann es aber auch einfach von unten hochheben mit den Fingern. Deswegen hat mir der Sinn dieses Technikteils jetzt noch nicht ganz erschlossen, was das damit auf sich hat. Keine Ahnung. Funktioniert aber sonst soweit alles ganz gut. Ja. Hier an der Seite ist nochmal so ein kleiner Pinöppel mit so einem Gummiband. Vermutlich einfach für Befestigung der Ladung. Sind hier öfter mal so ein paar Gummibänder verbaut worden. Ich glaube 3 Stück insgesamt. Hier mal so ein schwarzes und irgendwo innen drin. Ich glaube bei den, wo war das nochmal? Bei den Türen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder auch bei dieser Konstruktion fürs Fahrwerk wurden so rote Gummibänder verbaut. Und die roten Gummibänder waren nämlich die Teile, die bei mir immer in diesen papierbeschichteten Tüten innen drin geblieben sind. Und hätte ich nicht nochmal in die Tüte reingeguckt, dann hätte ich die Gummibänder wahrscheinlich erst auf den ersten Blick gar nicht gesehen, sondern erst später, wenn ich sie gebraucht hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich nochmal in die Tüten geguckt. Also da sorgfältig in die Tüten, wenn ihr die auskippt, nochmal reingucken. Ja, kann dann hier die Konstruktion wieder schließen. Man kann das Schrott hier wieder runterziehen und zumachen. Er ist jetzt nochmal in dieser Position unten. Da kann ich nochmal zeigen, was wir hinten noch machen können. Die Klappe nochmal öffnen. Dann zieht sich dieser Pin hier nochmal raus. Einfach wieder reinschieben. Und wir können hier hinten an dieser Ladeklappe nochmal etwas rausziehen. Und ja, dann haben wir eine Laderampe. Die berührt so sogar den Boden. Wenn das Fahrwerk oben ist, dann kommt sie nicht auf den Boden. Und da könnte man dann zum Beispiel das Fiber Quad, was Tesla da auch in der Präsentation gezeigt hat, hinten auf den Pickup Truck drauf fahren oder auch sonst alle anderen Sachen. Eine Schubkarre zum Beispiel. Also wirklich, Details sind hier beachtet worden und die Funktionen sind dann auch alle in diesem Modell gegeben. Ich habe hier gerade schon die Scheiben eingangs gezeigt. Das sind hier die gesprungenen Scheiben. Auf der anderen Seite sind heile Scheiben. Megaconstrux liefert hier aber für die linke Seite, wo jetzt hier die gesprungenen Scheiben sind, einen doppelten Satz mit. Das heißt, ihr müsst nicht die gesprungenen nehmen. Ihr könnt auch auf der linken Seite dann diese ganz normalen Scheiben einbauen, wie sie hier auch sind. Das sind jetzt keine richtigen harten Plastikteile, sondern das sind so wabbelige Plastikscheiben, die erfüllen den Zweck ganz gut, sind aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Auf einer Seite befindet sich noch immer so eine Schutzfolie, die muss man abkleben, damit die Scheiben dann schön durchsichtig sind. Ja, und von Fingerabdrücken bleiben sie nicht verschont. Ich sehe es hier schon überall, sind schon Fingerabdrücke drauf und auch vorne auf der Frontscheibe. Da kann man super durchgucken. Also die sind sehr schön, sehr klar. Aber auch hier vorne ist dann das dünne Plastik als Scheibe verbaut. Ringsrum, also das heißt ringsrum, hier vorne nochmal das Scheinwerfer zu zeigen, hier an der Seite auch nochmal hoch, Beleuchtung in Trans Clear.
Hier, das Modell hat jetzt keine Außenspiegel. Ich glaube, in der Präsentation waren es digitale Außenspiegel, die sich hier an dem Radkasten versteckt haben. Wie gerade schon erwähnt, vor einigen Tagen oder Wochen wurde da in Fremont auf der Teststrecke auch ein Fahrzeug gesichtet, was Außenspiegel hatte, was natürlich jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so cool aussah. Jetzt versuche ich gerade hier den Haken wieder zu reparieren, dass es vernünftig klemmt. So, wunderbar, sorry. Ja. Die Türen ist so ein Kritikpunkt neben dem Fahrwerk. Das sind auch so die einzigen zwei Kritikpunkte, die ich an dem Modell hier habe, weil der Rest ist wunderbar. Also die Steine klemmen 1A, die Steinequalität von mir Konstrukt ist in Ordnung, da hat alles funktioniert. Aber eine Sache ist natürlich das Fahrwerk, was ich erwähnt habe, ist einfach nur was ich schade finde, dass es halt immer zack, immer direkt wieder oben ist. Das andere, was so ein bisschen schade ist, sind die Türen. Und vielleicht sieht man das, dass zumal jetzt hier die Tür auf der Seite, muss man schauen, wie man das sieht. Die vordere Tür liegt nicht ganz so gut an wie die hintere Tür. Also man kann die hier öffnen, zeige ich gleich nochmal genauer. Wenn man die zumacht, dann sieht man das, glaube ich, hier, weil man hier so ein bisschen durchgucken kann. Ich hoffe, man erkennt das. Also, ich sag mal, vielleicht eher Tesla Spaltmaße, ist Tesla ja auch für bekannt, dass die teilweise sehr, sehr große Spaltmaße haben. Vielleicht soll es so sein. Nein, glaube ich nicht. Die Tür, das finde ich so ein bisschen schade, die liegt nicht ganz so gut an wie die hinteren Türen. Also die hinteren Türen liegen sehr gut an. Kann man ja auch öffnen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum das so mit dieser vorderen Tür ist, weil aus meiner Sicht sind die Konstruktionen der beiden Türen gleich. Die sind auch beide gleich aufgehangen. Die funktionieren genau gleich. Und die vorderen Türen, die stehen so ein bisschen ab. Und die hinteren Türen, die liegen besser an als die vorderen Türen. Das gleiche ist auch hier auf der Seite. Man sieht es hier auch schon wieder. Die vordere Tür, die steht ein bisschen mehr ab als die hintere Tür. Und das macht so ein bisschen die Optik, ja, nieder, würde ich sagen. Man kann hier ab und zu mal so eine richtige Position finden, wenn man da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rangeht und das so ein bisschen reindrückt, dann findet man manchmal eine Position, an der die Tür perfekt hält. So, jetzt zum Beispiel. Jetzt gibt es hier keine Spaltmaße mehr. Die Tür, die steht jetzt perfekt. Man darf aber natürlich dann auch nicht mehr dran rumspielen, ne? Das ist so ein bisschen, ja, so der zweite große Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten ist an dem Fahrzeug alles fantastisch. Wir können die Türen nochmal öffnen und ins Innere gucken. Die lassen sich jetzt nur bis zu einem gewissen Grad öffnen. Das hier ist Maximum. Mehr geht dann da leider nicht mehr. Können hier nochmal, wenn ich hier mit dem Finger reingehe, das hintere Dach rausholen. Das ist hier nochmal so ein Glasdach, dieses ganze Stück hier. Das ist nur mit wenigen Noppen da reingesetzt und das können wir dann rausdrücken und dann kann man nochmal von oben einen Blick in das Fahrzeug werfen. Das ist wahrscheinlich jetzt mit dem Licht und in dem schwarzen Innenraum ein bisschen schwieriger. Vorne durch die Frontscheibe kann man auch so ein bisschen gucken. Ich versuche das, wenn man das jetzt alles nicht erkennt, mit einer Nahaufnahme einzublenden. Weil hier im Innenraum haben wir natürlich auch sehr, sehr viele tolle Details. Und zwar haben wir hier, wie zeige ich es am besten, in der Mitte, also in der vorderen Reihe, haben wir in der Mitte noch einen dritten Sitz, den man nach vorne klappen kann. Und dann hat man mehr so eine Mittelkonsole oder Armlehne statt einen dritten Sitz, den man natürlich dann bei Bedarf hier nach oben klappen kann. Und hier ist in dem Fall jetzt, das hole ich mal raus, ein kleines bedrucktes Teil drin. Ich versuche jetzt mal nur den, jetzt gar nicht so einfach, wenn man hier so schwer dran kommt, vielleicht klappe ich den Sitz einfach hoch und dann hole ich es mal raus. Da ist nämlich ein kleiner bedruckter Kaffeebecher drin. Jetzt ignoriert einfach den Stud, der noch unten dran hängt, weil der Stud sollte nämlich eigentlich am Sitz unten bleiben als Kaffeebecherhalter. Und da ist dann dieser bedruckte Cone oder was es ist dran. Und alles, was wir hier sehen, was irgendwie nicht Standard ist, sondern bedruckt ist, ist bedruckt und sind keine Aufkleber. Da haben wir so ein, zwei Teile. Einmal den Kaffeebecher, den lasse ich jetzt mal raus. Den kriege ich nämlich jetzt nicht so einfach da rein. Das ist nämlich wirklich kompliziert, hier oben irgendwie durchzugreifen und das hier zu befestigen. Der ist bedruckt, da ist ein Tesla-Logo drauf. Dann haben wir hinten, da wo das Kennzeichen ist, nochmal Cyber steht da, glaube ich, nur, ne? Ah, ne, Cybertruck, so abgekürzt als Druck.
Und im Innenraum, wenn man da reinguckt, dann haben wir das Display, auf dem sich Navigation, Spotify, Netflix, der Internetbrowser, auf dem sich halt alles abspielt. Der ist hier auch bedruckt und da liefert Megaconstrux drei verschiedene bedruckte Plates. Die müsste ich gleich mal raussuchen. Da kann man variieren, welche Plate man da reinpacken möchte. Ich habe mich jetzt hier für die bedruckte Plate entschieden, die so ein bisschen wie die Navigation aussieht. Da gibt es dann, glaube ich, nochmal eine, die, ja, ich weiß gar nicht, Musik oder sowas darstellen soll. Da kann man variieren, welche Plate man da reinhängen möchte. Ich habe mich für die entschieden. Ja, hintere Sitzreihe haben wir natürlich auch nochmal drei Sitze. Also in dem Cybertruck, großes Fahrzeug, großer Pickup. Hoppala, das war die Abdeckung hinten. Da passt ordentlich was rein. Da sollte man drin Platz haben. Was mir nicht ganz so gut gefällt, also jetzt nicht an dem Megaconstrux-Modell hier, sondern allgemein an dem Cybertruck, so wie er vorgestellt wurde, ist die Optik des Armaturenbretts. Man erkennt es hier vielleicht, wenn ihr das Originalfahrzeug nicht kennt. Das ist so eine, ja, Marmoroptik, die finde ich nicht ganz so geil. Ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen kalt aus. Da würde ich mir was anderes wünschen. Wir sind gespannt, wenn das Fahrzeug irgendwann auf den Markt kommt, was es da für Variationen gibt. Ich finde, irgendwie Holz oder sowas wäre natürlich dann geiler oder zumindest Plastik in Holzoptik oder wie auch immer. Diese Marmoroptik finde ich nicht so geil. Was wir hier auch noch haben, ist dieses Yoke-Lenkrad. Ich hoffe, man erkennt das hier, da wo ich mit meinem Finger gerade bin. Das, ja, weiß ich nicht, bin ich auch vielleicht kein Fan von, weil ganz ehrlich, dieses Yoke-Lenkrad, wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Das ist ein Lenkrad, was eher, ja, rechteckig ist als rund. Verstehe ich nicht genau. Ich habe hier ein Lenkrad, um das Lenkrad drehen zu können. Also wenn ich jetzt mit meinem Auto fahre und eine Kurve fahren möchte, vielleicht auch eine engere Kurve, dann drehe ich an dem Lenkrad, ich habe ein rundes Lenkrad, damit ich besser drehen kann. Solange ich dieses Yoke-Lenkrad, was eher rechteckig ist, genauso zweimal rumdrehen muss, um eine engere Kurve zu fahren, erschließt sich mir der Sinn nicht, warum man so ein Lenkrad verbaut und kein rundes, was doch viel praktischer ist. Das sieht zwar geiler aus, so, keine Frage, aber praktischer ist doch ein rundes Lenkrad. So sehe ich das zumindest. Also ich bin gespannt, wo das alles hinführt, ob und wie dieses Fahrzeug und wo auf den Markt kommt. Lassen wir uns überraschen. Ich sehe gerade auch noch, hier sind auch noch bedruckte Teile drin. Und zwar, man erkennt es hoffentlich im Innenraum, hier unten immer die Sitze, die Sitzlehnen, die sind nochmal so ein bisschen bedruckt. Und das ist vielleicht schwerer zu erkennen. Man sieht es ja hier durch die Scheibe, da ist nochmal einmal der Spiegel hinter versteckt und ja, von der Seite ist wahrscheinlich die Kamera des Fahrzeugs, innen drin der Spiegel und der Spiegel ist hier auch bedruckt, das erkennt man vermutlich jetzt aber nicht so gut. Ja, also wie gesagt, ich bin so ein kleiner Tesla-Enthusiast, Fanboy wäre übertrieben, ich würde auch wieder andere Autos fahren, wenn sich was ergibt. Ich bin aber auch von Tesla begeistert, das möchte ich nicht verheimlichen. Und ich finde auch diesen Cybertruck, so eigenartig wie er aussehen mag, ich finde ihn irgendwie geil. Also so ein Fahrzeug braucht man in Deutschland eigentlich eher weniger, es sei denn, ich bin jetzt irgendwie Förster oder sonst was mit dem Wald unterwegs, dann ist das wahrscheinlich gerechtfertigt, dass man so einen fetten Pickup und so einen Riesentruck fährt. Für jemanden wie mich, der in der Stadt wohnt und jetzt auch nicht derjenige ist, der da durch Land- und Feldwege mitfahren muss, ist es wahrscheinlich eher unnötig, so ein Fahrzeug zu fahren. Aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, es ist allgemein oft unnötig, Auto zu fahren, weil man auch genauso gut Fahrrad fahren kann. Aber man ist ja bequem. Ich möchte aufs Auto auch nicht verzichten. Ja, und den Cybertruck finde ich irgendwie geil. Ich verstehe natürlich auch jede andere Meinung. Wer von euch sagt, das Ding ist hässlich, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich war auch nicht sofort verliebt in das Fahrzeug. Es hat ein bisschen gedauert. So, jetzt muss ich leider noch mal einen kleinen Cut reinmachen, weil wenn ich eine gewisse Zeit mit der Kamera aufzeichne, dann unterbricht die Aufnahme. Das heißt, ich erzähle schon wieder fast viel zu lange. Möchte ich einfach nur noch mal auf die Anleitung eingehen. Den dicken Klopper, den wir hier haben mit über 300 Seiten,
Da ließ sich alles fantastisch drin bauen. Also es ist wirklich in sehr, sehr viele kleine Bauschritte unterteilt, sodass auch jemand hinterherkommt, der wenig mit Klemmbausteinen zu tun hat. Man erkennt alles super. Also Mehrkonstrux hält hier alles sehr, sehr simpel. Wir haben auch immer nur sehr wenig Teile pro Bauabschnitt. Also es sind meistens drei von diesen Papiertüten, die sogar noch kleiner sind als die, die ich vorhin gezeigt habe. Und da hat man gar nicht so viele Teile auf dem Tisch, mit denen man bauen muss. Das heißt, man kommt eigentlich recht schnell voran und man kommt gut voran. Und das funktioniert alles einwandfrei hier. Ein einziger Fehler ist mir in der Bauanleitung aufgefallen. Das ist hier in Bauschritt 424. Da kommt man aber auch sehr schnell drauf. Und zwar ist da so eine Wedgeplate abgebildet hier oben, wo ich den Zeigefinger habe. Da ist so eine Plate abgebildet. Die gibt es abgeschrägt in beide Richtungen. Und in dem Bild darunter, wo sie eingebaut wird, ist das auf einmal die Plate, die Wedge Plate in die andere Richtung. Also wenn man die vergleicht und die hier oben drehen würde, kommt man nicht so hin, wie sie darunter abgebildet ist. Da muss man einfach schauen, welche man nimmt und dann entsprechend des unteren Bildes die richtige Plate da einbauen. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Fehler, der hier drin ist. Das ist aber jetzt auch kein Weltuntergang. Also ganz ehrlich, sonst funktioniert hier alles super. Wir haben ganz am Ende nochmal eine Teilliste mit allen Teilen. Wer sowas braucht, da sieht man auch nochmal hier, das waren die Scheiben, die vorne an der Seite, hinten haben wir keine Scheibe, verbaut wurden. Ja, dann haben wir noch ein paar Teile, die übrig geblieben sind. So ein kleines Schälchen hier, da ist ein bisschen was. Bei mir Megakonstrukts bleiben aus meiner Erfahrung immer sehr, sehr viele Teile übrig. Hier sind dann nochmal zwei verschiedene Plates drin, eine dunkelgraue, eine schwarze. Die sind als Muster dabei, wie eingangs erwähnt, dass man einfach vorher mal so einen Blick dafür bekommt, dass zwei Farben ähnlich aussehen, zumindest in der Bauanleitung sehen sie teilweise ähnlich aus, dass man da genau hinguckt. Hier drin ist auch dann nochmal die weitere bedruckte Plate für den Innenraum, das habe ich ja gerade auch erwähnt. Einmal nur Cybertruck und einmal haben wir da, das ist gar nicht Musik, das ist irgendwie das Fahrzeug abgebildet. Das sind so die alternativen Plates, die man anbringen könnte, statt das Navigationsbild, was ich da vorne angebracht habe. Wo wir auch noch einiges von haben, sind die hier. Das sind viele bunte Steinchen, die verbleiben nicht im Fahrzeug, so wie der Hersteller aus Dänemark das macht. Nein, das Fahrzeug ist von innen drin alles wirklich in schwarz, dunkelgrau, grau gehalten. Also da sind keine bunten Steine verbaut. Das hier sind nur Supportsteine, die man verbaut, um sie am Ende wieder abzumachen. Weil wenn ihr nämlich hier das Fahrzeug unten baut, man beginnt mit der Chassis und wenn man das baut, dann hat man hier vorne, sieht man, ist das Fahrzeug natürlich höher, also hier, als hier in der Mitte. Und dann baut man hier vorne so eine kleine Konstruktion drunter, dass wenn man hier oben was draufsetzt, das schön draufdrücken kann und sich hier nichts runterbiegt. Deswegen sind hier so viele Supportsteine dabei. Die muss man am Ende nirgendwo mehr einbauen, die kann man für irgendwelche anderen Projekte benutzen. Teiletrenner ist auch dabei, habe ich so noch nie gesehen. Ich baue jetzt auch nicht jeden Tag mehr Konstrukts, obwohl ich finde, dass die einige sehr coole Lizenzen haben. Den Teiletrenner fand ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Also so wirklich gut damit arbeiten konnte ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch noch nicht genau durchschaut, wie das funktioniert. Ist aber auch in der Bauanleitung erklärt gewesen, was man damit machen kann, wenn man es nicht weiß. Ja. Ich habe viel zu lange gelabert. Für diejenigen, die dran geblieben sind bis zum Ende, vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal was in eigener Sache. Ihr wisst, ich habe einen eigenen Online-Shop, bricksonly.de. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich versuche da alles jetzt, die ich anbiete, immer zum günstigsten Preis anzubieten. Unter deutschen Händlern natürlich. Alles in Originalverpackung. Alles versandt aus Deutschland, direkt von mir hier. Und wenn ihr jetzt bestellt, also jetzt ab jetzt Ankündigung des Videos, dann gibt es zu jeder Bestellung so einen kleinen Walking Tank dazu. Ich glaube, rund 50 Teile sind das. Den gibt es einfach kostenlos als kleines Gimmick dazu. Den habe nicht ich entworfen. Der stammt vom Mocker Merek von Rebrickable. Kann ich auch nochmal unten verlinken. Hat er designt, hat er so auch approved, dass ich den verwenden darf und als kleines Geschenk bei jeder Bestellung mit dazu schicken darf. An dieser Stelle natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Da habe ich jetzt keine 10.000 Stück von auf Lager. Wenn da alles weg ist, dann ist es weg.
Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal bei mir im Shop vorbeischaust, eventuell auch auf Instagram. Und wenn dir mein Kanal hier gefällt und auch dieses Video, dann lass sehr, sehr gerne ein Abo da. Und natürlich auch am besten noch ein Like für dieses Video hier. Und wenn du immer auf den Laufenden gehalten werden möchtest, dann abonniere den Kanal auch noch mit der Glocke. Dann bekommst du natürlich immer Benachrichtigungen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut und ciao.